Wie wär's mal mit einem Kräutergärtli der anderen Art zum Verschenken? Der ist gefüllt mit Apizellerschnaps, Ricola und Kräutersäumli. Dazu habe ich ein Holzkistchen mit der Outdoor-Farbe Salbeigrün grundiert, trocknen und mit einer weissen Outdoor-Farbe noch den schäbischen Look gemacht. Dann habe ich das Kistchen mit Plastikfolie ausgekleidet, weil am Schluss dort noch härter reinkommt. Den Text Kräutergarten entnehme ich aus diesen zwei verschiedenen Schablonen aus dem Grill and Chill Set, wo ich zuerst mit der Outdoor-Farbe das Wort schabloniert habe und nachher die Schablone noch einmal draufgelegt habe, aber kurz versetzt und mit der Steinpaste ebenfalls schablonieren tue und das Ganze gut trocknen. Als Dekoration habe ich hier noch einen Easy Stamp genommen, den Ginkgo, den ich mit der Outdoor-Farbe Avocado angemalt habe und nachher bestempelt habe. Das macht noch so ein bisschen das gewisse Extra auf dieser Kiste aus. Und jetzt kann man das Kistchen mit Herd füllen und dann einen speziellen Kräutchen, wo man so als Mannengeschenk kann gut verschenken kann und ein einfaches Sämchen drin, wo man in der Kürze schon den Sommer ernten kann. Ich wünsche viel Spass beim Nachbasteln.